So, Leute, nachdem wir das letzte Mal von Ikoria ja nicht enttäuscht wurden, aber das japanische Booster war halt nicht so geil wie das davor und ja, ich bin halt immer noch am selben Tag und es ist dieselbe Aufnahmesession, deswegen muss ich jetzt einfach das hier aufmachen. Es ist super interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Dieses Booster hat ein Problem mit diesen Strichen und so weiter. Ich weiß nicht, ob das normal war, aber dieser Strich sieht nicht normal aus, dieser Strich sieht nicht normal aus und dieser Strich. Es sieht nicht normal aus, dieses Booster, meiner Meinung nach. Wenn das normal war, bitte entschuldigt mir diese Anmerkung. Dann könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Meiner Meinung nach ist das nicht normal gewesen. Gut. Öffnen wir mal ein Premium-Promo-Pack für Ikoria. Hier haben wir einen Code. Ich finde es immer noch schade, dass der Token weg ist. Hashtag bring back the tokens. Und O. Nif-Mizzet Parun für drei blaue und drei rote, 5-5. Kann nicht neutralisiert werden, fliegend. Immer wenn ihr eine Karte zieht, fügt ihr einem Ziel einen Schaden zu. Und immer wenn ihr ein Spieler einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkt, zieht ihr wieder eine Karte. Das ist nicht schlecht, habe ich im Cycle Deck gespielt. Ist ganz, ganz cool. Ist wirklich ganz cool. Oh mein Gott, bist du hübsch. Du wurdest damals im Standard gespielt. Das war mein allererstes Standard-Deck, was ich jemals besessen habe, nach gefühlt 20 Jahren Magic. Gedeihender Fuchs, ein Mana 1-1. Immer wenn wenn du eine Karte umwandelst, also cyclest, kriegt er eine +1/+1 Marke. Und hat selber auch Umwandlung. Der Shit. Und wir haben, oh mein Gott, eine leuchtende Brutmotte. 4 Mana, 3, 4 fliegend. Immer wenn eine nicht fliegende Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, bringe sie mit einer Fliegenmarke unter deine Kontrolle ins Spiel zurück. Aha. Das war ein geiles Ding. Das Ding ist richtig nice. Das ist richtig nice und das ist richtig nice. Danke, Ikoria. Danke. Das spiele ich im Death in Texas. Hab sie im Death in Texas mal eine Zeit lang gespielt. Das war ein Standard-Deck. Das war ein Commander-Deck. So mag ich meine Promo-Packs. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Seed. Ciao, ciao.